Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir den Wohnraum am Kraftwerk gesehen. Warte mal, da müssen wir mal gerade hin. Und das war... Nee, falsche Richtung, nach rechts. Das war hier, dass wir das hier aufgebaut haben. Da wird jetzt auch neuer Wohnraum erschlossen, denke ich. Letztes Mal habe ich das so rum gehabt und deswegen links, rechts. Da habe ich mit den Seiten vertauscht, ne? So, aber da wird ja gebaut, das ist ja schon mal gut. Bin ein bisschen erkältet, deswegen die schlechte Stimme. Ein bisschen ist gut. So ein bisschen ist das gar nicht, sondern ganz schön erkältet. Ich werde auch mal ab und zu husten müssen. Da juckt dann der Hals. Ja, was haben wir hier? Ungebildete Arbeiter. Ja, so, Entschuldigung dann, ne? Da kannst du dann gleich einen abreißen. Was ist das hier? Fackelst du da schon? Oder was ist da los? Ne, das ist irgendwie Gabelstaplerlicht oder sowas, was sie da eingebaut haben, ne? Gehe ich mal von aus hier irgendwie. Ja, das ist ein Siloturm oder sowas, was da drin ist. Denke ich mal, das haben sie da reingebaut, dass das so blinkt. Gut, das war das Aquarium und hier wächst der Wohnraum, wie wir sehen. Lass uns mal gerade hier, da reingehen, dann sieht man das ja besser. Okay, das ist alles erschlossen schon. Ja, da müsste man überlegen, wo man jetzt hier noch weitermacht. Ich denke, mach hier rüber wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Dann müssten wir hier gucken, dass wir hier die Straße reinmachen, glaube. Dass man da schaut, dass hier die Straße reingeht, ne? Ja, Entschuldigung, ne? So, und dann... würde ich jetzt erst so machen. Und dann jetzt so richtig Baukastenprinzip. Das ist schon mal eine Sackgasse, da geht es nämlich nicht weiter. Und dann müssen wir gucken, dass wir das... Entschuldigung. Ist manchmal ganz schlimm mit dem Husten. Vielleicht wird das ja mal irgendwann besser. So, hier... Sorry. Jetzt habe ich die Karte. Ja, jetzt habe ich den Taste gefunden. Falsche Taste erwischt, ne? So, das klappt da nicht. Klappt es hier? Ja, da kommen wir auf jeden Fall rüber. Das ist schon mal gut, ne? Dann machen wir das mal so. Jetzt ist nur die Frage. Die können wir auf jeden Fall länger ziehen, die Straße. Okay, die geht sogar hinter. Ja, dann lass die mal ruhig bis dahin gehen. Hinter den Strommasten geht das auch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Wasser dahin. Die Rohre. Ach, guck mal, da ist sogar eine Leitung, die das sogar gut erschließt, ne? Dann das nur so. Diese Ecke da hat kein Wasser. Müssen wir gucken, wie die Häuser gebaut sind nachher und ob das geht oder nicht geht. Das muss man dann mal schauen. Ja, Wohnraum ist auf jeden Fall gefordert, wie wir gerade sehen. Da nicht, aber hier kann man definitiv Hochhäuser dann bauen. Hier machen wir das auch. Und da auch. Ja, zack. So, hier würde ich schon noch kleinere Häuser hinmachen. Dass es ein bisschen schicker da ist. Weil hier haben die das Wasser dann, ne? Das war ja Frischwasser, ne? Ja. So, dann können die da auch wachsen. Was wir sogar schon ganz schnell machen, weil wir haben ja auch einen großen grünen Balken. So. Und Schulbildung fehlt hier natürlich dann auch. Hm, das war die Schulbildung, klar. Aber wir wollten ja ungelernte Arbeiter, oder wir wollen nicht, sondern wir brauchen ungelernte Arbeiter, ne? Das ist halt so. So, hier müssen wir entleeren. Dafür können wir hier umdrehen. Jetzt muss ich gleich auch nochmal niesen, glaube. Ja, ich werde die Folge auch nicht ganz so lang halten. Das ist einfach nur schlimm. So, noch was hier? Nicht wirklich.
Ja, läuft erstmal. Ja, das ist jetzt hier am Wachsen sogar wieder. Wir sind jetzt bei 97,5. Es kommen Leute. Wir haben 20.000 plus. Geld fließt. Die Autobahn ist hier gebaut. Ja. Und der Wohnraum kommt jetzt. Jetzt fehlt der Kommerz noch ein bisschen. Da sollten wir dann noch eine Straße weiterbauen. Und den Kommerz noch einladen. Dann macht die mal so lang. Und dann gibt dem Kommerz hier noch ein bisschen Möglichkeiten, sich auszubreiten. Dann freuen die sich auch. Da fehlt wahrscheinlich aber das Wasser, ne? Nee, ist sogar da. So, die Lücke, die hier fehlte mit dem Wasser, ist aber. Ah, nee, da, oder? Nee, doch nicht. Ah, da ist gerade nichts. Das passt dann wohl. Die sind glücklich und zufrieden und haben Wasser da. Dann läuft das ja, ne? So, jetzt muss nur der Kommerz noch da wachsen. Dann ist alles gut. Ist das schon ein kommerzielles Haus? Ich glaube ja, ne? Ja, eins hat es schon gemacht. Läuft. Balken sind auch wieder runtergegangen. Dann sind die alle glücklich und zufrieden hier. Gut, okay. Hier müssen wir überlegen, ob wir da, was wir da reinmachen in diesem Bereich. Keine Ahnung, vielleicht noch eine Industrie oder so, ich weiß noch nicht. Dieser Bereich ist jetzt erstmal soweit gut, außer dass das Wasser da nicht fließt bei dem Haus oder den Häusern. Ja, machen wir mal bis dahin, dann kriegen die auch Wasser, ne? Die ersten stört das gar nicht, nur den hinteren. Auch interessant, ne? So. Insgesamt ist der Wasserbedarf nicht so ganz so dolle. Wir müssen da irgendwann mal noch eine Wasserpumpenstation hier hinbauen, ne? Ja, zack. Und ja, mach die da dran, ne? Kann man da aufwerten, ne? Machen wir mal. Aber läuft jetzt erstmal. Alles gut, ne? Die wachsen und gedeihen hier. 97,6 haben wir. Wird auch besser hier. Noch ungelernte Arbeitskräfte sind gefordert. Wir bauen gerade ein ganzes Gebiet mit Ungelernten. Wäre schön, wenn die da dann auch das so akzeptieren würden, ne? Okay. Können wir mal wieder durchforsten noch ein bisschen. Wartet aber noch eins, oder? Ja. So, hier ist alles gut, ne? Was ist das da hinten für ein Symbol? Was fehlt denen? Treibstoff, okay. Das ist eine Kesselstation für Heizen, ne? Ja, das ist nicht gut. Das heißt, wir müssten mehr Öl haben. Haben wir den Import eigentlich noch laufen und Export hier mit den Schiffen? Wo waren das jetzt? Hier unten irgendwo, ne? Da. Das ist jetzt kein Personenhafen. Doch, ist ein Personenhafen. Okay. Und auf der anderen Seite war dann der Frachthafen, ne? Was holt der? 4% läuft, ne? Hier sieht man natürlich auch nicht, was der Umschlag macht. Ja, die holen auf jeden Fall was, ne? Oh, guck mal, da ist so ein Öl-LKW. Ja, ich hätte den gerne auch angewählt gehabt, ne? Na, super. Öl. Wo fährt denn der hin? Ja, schauen wir mal. Dann bestimme ich dahin, wo ich es gern hätte. Und hier ist irgendwo auch ein Heizkraftwerk da, wahrscheinlich. Jetzt steht er im Stau, weil er runter will, ne? Oh.
Hier ist viel Stau. Verdammt viel Stau. Ah, die fahren alle hier runter, ne? Ah, super, oder? Das ist gar nicht gut hier. Auffahrt, Abfahrt, alles schlecht. Zweispuriger Stau. Da müssen wir noch dran arbeiten, ne? Vor allem hier gibt es welche, die drehen gleich um und fahren wieder drauf. Die Müllwagen. Wieso das denn? Wenn die hier runterfahren, ne? Warum drehen die dann nicht hier irgendwo? Verstehe ich nicht. Also Wegfindung nicht so dolle, ne? Können wir der Sache Abhilfe schaffen, indem wir die Autobahnausfahrt gleich so gestalten, dass die hier lang geht? Ne, dann mag er schon mal nicht mehr lang. Machen wir mal so, gucken, ob das was bringt. Ob da einige dann da rumfahren. Ja, es gibt auf jeden Fall welche, die darum fahren. So wie es aussieht, entzerrt das hier dadurch. Oh, das ist der größte Teil, der wieder zurückfährt, ne? Ist jetzt irgendwie nicht so ganz verständlich, oder? Jetzt staut sich es bis nach vorne. Ja. Ist denn auf der Bahn besser geworden? Auch nicht wirklich. Das ist eine schlechte Straße hier. Das ist halt so. Bis hierhin staut sich das. Okay, das können wir jetzt auch nicht ändern. Ja, schade. Gut, das müssen wir dann nochmal überdenken beim nächsten Mal, denke ich mal. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wo der LKW mit dem Öl hingefahren ist. Aber dieses Kraftwerk hat immer noch Probleme mit dem Öl. Und dieses hier, ne? Nicht genügend Treibstoff. Und das, was wir hatten, war hier hinten. Oh, das weiß ich auch nicht mehr. War das eigentlich, oder? Ja, ist halt so. Hat sich jetzt schon erledigt. Jo, gut. Wahnsinnsgebäude hier, Turm der hohen Zinsen, okay. Wie bewacht sich unser neues Gebiet hier? Machen wir das mal in so. Okay, die kleinen Häuser können noch kommen, die großen sind aber schon vergeben. Das heißt, da müssen wir noch weiter ausbauen, ne? Jetzt haben wir hier natürlich keine Straße reingemacht, das war ja wieder ganz schlau, oder? Dann ist das so, ne? Bis dahin geht's leider nicht wegen den Dingens. Machen wir das hier. Jetzt können wir ja auch die Straße durchziehen, ne? Sorry. Ja, gut. Dann haben wir da Verbindungsstraße da. Alles gut. Und da sind wir jetzt hinter Dingens gekommen. So, das haben wir gemacht. Noch was ein. Das passt so. Und das kommt da so hin, ne? Fertig. So, dann haben die alles, was sie brauchen.
Ja, aber ich würde jetzt auch sagen, ich mache jetzt hier wieder Schluss. Ich denke, nächste Folge machen wir diesen Stau da hinten weg auf dieser Autobahn und gucken ein bisschen hier, wie sich das hier entwickelt. Okay, dann mal danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.